Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu den Ender Games. Wir spielen im Biom Faust. Ich habe das Kit Zielsucher ausgewählt und ich hoffe, wir kriegen hier was. Oh ja, 4 Diamanten, perfekt. Und sogar ein bisschen Essen. Und ein paar Level. Oha, bester Start, den es überhaupt gibt. So, nehmen wir erstmal die Level, dann haben wir schon mal ein Level. Wir brauchen nicht mal mehr Kistenfarben, denn wir haben schon 4 Diamanten. Allerdings, oh, wir haben sogar 4 Enderperlen. Wir haben 4 Enderperlen, mit denen könnten wir eigentlich voll gut Kisten sammeln. Komm, wir setzen mal eine ein, damit wir ein bisschen weiter von den anderen Leuten wegkommen. Und vielleicht gibt es hier irgendwo Kisten, die noch keiner hat. Ich sehe gerade keine. Auf jeden Fall spielen wir den Zielsucher. Dieser bekommt einen Speed 3 Buff und einen Stärke 1 Buff, sobald jemand, ein anderer Spieler, ein Mitstreiter, in der Nähe von 50 Blöcken zu entsteht, der unter 5 Herzen hat. Dann bekommt man einen Speed 3 Buff und ein Stärke 1 Buff. Sonst hat er noch von Anfang an Goldstiefel und ein Goldschwert. Dadurch erkennt man ihn. Das heißt, wir müssen irgendwie schnell auch unsere Goldschuhe loswerden. Und wir holen uns hier ein bisschen Fleisch, damit wir nicht verhungern. Ja, und mehr kann das gar nicht. Ich mag das Kit eigentlich ziemlich gern. Guck mal, da ist schon unser erstes Ziel. Der hat sich ausgelockt. Wo ist der hin? Er hat sich tatsächlich ausgelockt. Okay, nehmen wir seine Sachen. Hä? Toll. Bevor wir ihn töten, hat er sich lieber ausgelockt. Er dachte sich so, ah, ich habe eh nur ein Steinschwert. Oh nee, das ist jetzt schlecht. Attacke, Pfeile! Pow, 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 pow. Na? Oh nee, ich glaube, wir sterben gegen den. Wenn das noch einmal... Oha! Okay, das war knapp. Erstmal essen. Haben wir überlebt. Ich hoffe, der nächste kommt nicht allzu schnell. Dann können wir hier das Zeug von ihm anziehen. Was hatte der sonst so? Der hatte auf jeden Fall 4 Eisen. Mit denen könnten wir uns Eisenschuhe machen, wenn ich das hinbekommen würde. So, dann erkennen uns die anderen wenigstens nicht mehr als Zielsucher. Wir haben alles abgelegt, was von unserem Zielsucher-Dasein geblieben ist. Das Goldschwert, die goldenen Stiefel. Aber wir nehmen sie wenigstens mit. Immerhin das. Gut, dass ich die Pfeile dabei hatte und auch unten drin hatte. Warte, wir sollten vielleicht erstmal noch nicht zum nächsten hin, sondern erstmal recken. Erstmal volle Leben recken. Guck mal, da ist noch ein Pfeil. Den nehmen wir auch mit. So, genau. Und sonst muss man halt immer warten, bis... Oh nein. Gut, dass wir Stiefel hatten. Jetzt müssen wir noch mehr recken. Oh, nee. Vielleicht sollten wir nicht zum Gegner hinlaufen. Allerdings ist er noch ein bisschen weiter weg. Wir haben jetzt auch einen Bogen. Den tun wir auf jeden Fall auch mal da unten rein. Und laufen erstmal von dem Typen weg, weil wir leider wieder ganz viele Leben hier verloren haben. Indem wir da leider runtergefallen sind. Gut, dass wir schon Schuhe hatten. Sonst wären wir jetzt tot. Denn ohne Schuhe verliert man mehr Leben als das, was wir eben verloren haben. Ich glaube, wenn man Schuhe anhat, oh, das ist schon der nächste Gegner, und sich dann duckt, während man hinfällt, dann verliert man höchstens 5 Herzen. Und das ist toll. Deswegen immer zuerst Schuhe bauen. Auch wenn man einen Helm bauen kann, immer zuerst Schuhe bauen. So, wir haben außerdem ein Level. Und der Gegner kommt relativ nah. Ich verzauber trotzdem kurz, kriegen Schärfe. Perfekt. Und wir sind aber schon wieder fast voll gereckt. Der hat allerdings über 50 Leben. Ach da, ein Ungespielt, ein kleiner Ungespielt. Jetzt hat einer von den beiden hat nicht über 50 Leben. Ich greife einfach mal den hinteren an. Okay, der war das. Der vordere hat anscheinend über 50 Leben. Wir greifen ihn trotzdem mal an. Eventuell, nee, der hat immer noch über 50 Leben. Aber dann sollte ich ihn vielleicht, ich lasse ihn laufen. Ist vielleicht sicherer. So, wir haben volle Leben. Wir können es versuchen. Sobald er runtergeschwächt ist, okay. Ein Yeti, ja schön. Ein Yeti hat uns getötet. Sobald er runtergeschwächt wäre, hätten wir ein Stärke 1 Buff bekommen. Und dann wäre das alles viel cooler gewesen. Dann hätten wir ihn nämlich vielleicht noch besiegt, aber ja. Wir hatten halt kein volles Essen mehr, bla bla blub. Und er hat uns besser gekommen. Okay, wo gehen wir denn mal rein? Nochmal Faust und nochmal der Zielsucher. Ich glaube, das ist gut. So, nochmal Zielsucher. Vielleicht läuft diese Runde ja besser. Ich hoffe, es füllt sich recht schnell. Ist nämlich schon ein bisschen später jetzt. Aber doch. Doch, doch, das fühlt sich gut. Guck mal, jetzt könnt ihr auch mal meine Statistiken sehen. Toll, oder? Ich habe schon 6600 Coins wieder. Und habe 488 Spiele gespielt und davon nur 89 gewonnen. Boah, dann habe ich ja 399 verloren oder habe nicht gewonnen. Wow. Ja. Na gut, warten wir kurz. Bin nämlich zu faul zu schneiden, also lasse ich das drin. Wir können ja mal hier den Parcours machen. Hüpf, 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 hüpf. Io. Wenn ich das in einen Durchgang mache, dann verliere ich immer da hinten bei der
bei der Leiter. Mal gucken, vielleicht kriege ich es ja jetzt hin, ganz schnell, in den 15 Sekunden. So. Okay, okay, ja, ja. Und bei der Leiter. Was? Skiller. Herzlichen Glückwunsch, danke, Gomme. Weiß ich sehr zu schätzen. So, ja, wieder Forest, wieder. Den Zielsucher. Hi. Na. Hallo. Okay, geht gleich los. So, vielleicht wird das ja diesmal besser. Obwohl, wir hatten eben schon ein Dierschwert. Voll doof. Ich hätte. Keine Ahnung, was ich hätte machen tun sollen. Ich hätte einfach. Nein, wir haben es nicht bekommen. Oh nee, aber wir haben wenigstens ein paar Enderperlen. Mit denen verschaffen wir uns jetzt einen Vorteil. Pass auf. So, einmal da hinten hinwerfen. Vielleicht sind hier irgendwo Truhen, wo Eisen oder so zumindest drin ist. Oh, Diamanten sind natürlich auch gut. Gut, ist hier vielleicht noch irgendwo eine Kiste? Irgendwo? Da hinten. Die hat bestimmt noch keiner. Gut, dann haben wir Pfeil und Bogen, haben Diamanten, haben sogar ziemlich viele Diamanten. Den Lava-Eimer nehme ich auch mit. So, und dann holen wir uns Holz. 3 Diamanten und können uns auch wieder Schuhe craften. 40 Sekunden Zeit noch, das ist alles super. Ich habe eben noch eine Truhe gehört. Ist hier eine neue Truhe erschienen? Ich sehe keine. Na gut, bauen wir uns erstmal eine Working Bench. So, so, so und... Okay, wir können uns einen Helm machen. Wir machen uns allerdings Schuhe wegen dem eben genannten Grund des Hinfallens. Ah, wir hatten aber... Ah, wir haben schon Schuhe. Okay, dann hätte man sich natürlich lieber einen Helm machen sollen. Naja. So, das tun wir nochmal alles da unten rein. Das kommt dahin, bisschen Essen. Oh, so ein Lava-Eimer ist auch ganz cool, ne? Okay, nächster Spieler ist ein bisschen weit weg. Wir nehmen sofort das Ding hier. Und Attacke! Auf sie mit Gebrüll! Was hat der? Ist der besser als wir? Nein. Okay, der hat auch nur ein Eisenschwert. Gut, haben wir schon mal einen gekriegt. Allerdings sollte ich nicht einfach so rauflaufen. Guck mal, der eine wird verfolgt. Der hat doch ein Diaschwert. Okay, habe ihn einmal getroffen. Hä, der dahinter hat aber nur ein Eisenschwert. Nicht, nein. Oh Mann, bleib doch hier. Na gut, ich werde einfach mal versuchen, ihn anzuzünden, eventuell. Okay, er brennt. Er brennt, er brennt. Was? Ach, er ist auch ein Zielsucher. Nein. Nein, das war schlecht. Mann, er hat doch gebrannt. Aber das Feuerzeug macht wahrscheinlich nicht so viel Schaden wie Lava, gell? Na gut, dann sehen wir uns gleich in der dritten Runde wieder. Oh Mann, was ist denn heute los? Und damit herzlich willkommen in der dritten Runde. Hoffentlich läuft die besser. Wir haben wieder Zielsucher, sind aber diesmal in Plains, so wie das aussieht. Ja, könnte das Biom Plains sein. Sieht ganz schön Plains-artig aus. Und wir schauen mal, vielleicht kriegen wir wieder so einen guten Start mit Diamanten und so. Aber diesmal machen wir was Besseres dran. Okay, da war schon mal gar nichts drin. Hier sind... Okay, wir haben einen Tracker. Okay, doch nicht. Doch, wir haben einen Tracker bekommen. Cool. Hat da jemand seinen Tracker reingetan oder kann der tatsächlich da drin sein? Das wäre ja saubescheuert. Okay, wir holen uns mal ein bisschen Fleisch, damit wir nicht noch verhungern. Außer... Oh, das ist eigentlich voll gut. Wir könnten uns daraus Lederrüstung machen. Würden wir vom ersten Barbar, den wir töten, sowieso bekommen. Aber egal. Guck mal, jetzt klauen wir der noch ihr Holz. Okay, doch nicht. Dann helfen wir ihr, das Holz abzubauen. Da, nimm... Hä? Du hast doch das eine Holz schon bekommen. Wieso baust du denn jetzt noch mehr ab? Na gut, nimm so viel du willst. Ich helfe dir. Oh, mein Goldschwert ist gleich kaputt. Auch nicht schlecht. So, jetzt hat ihr unser ganzes Holz. Dann benutzen wir einfach ihre Workbench mit. So, guck, das nennt man Teamarbeit. Das ist Teamarbeit. Perfekt. Guck, hier kriegst du noch Goldschuhe. Bitteschön, die kriegst du auch. So. Goldschwert kriegst du auch. Kannst du alles haben. So, tschüss. Bis dann. Guck mal, die stehen hier einfach nur... Nee, 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 kein Team. Kein Team. Teams machen es uncool. In Endergames Teams machen es uncool. So, guck mal, da steht einer. Den könnten wir hinterrücks angreifen. Zack, zack. Komm her jetzt. Au, ey. Ey, nö, nein, nein. Ich wollte dich töten. Also töte ich dich auch. Guck mal, da oben steht jemand. Hat der... Oh, der hat tatsächlich was... Au, oh, der tut weh. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Gut. Das waren 3 richtig schlechte Runden. Ich hätte vielleicht doch Team machen sollen.
Egal. Okay, ich glaube, ich müsste erstmal wieder ins Spiel reinkommen. Egal. Also, ich bedanke mich trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschalten würdet. Bei was und Video auch immer. Und dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.